Moin. Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt Kalia wiedersehen, wieder treffen. Wir müssen dafür. Ich glaube, wir müssen dafür hier hoch. Wir wollen ja jetzt mit der Hauptquest mal weitermachen und Kalia gehört ja, glaube ich, auch dazu. Wir mit ihr reden. Mal quatschen. So, Kasernenviertel. Und dann dadurch können wir dann bestimmt auch noch mal ein bisschen aufskillen und schreitet wohl. Schreitet wohl. Und noch mal ein bisschen stärker werden, dass wir vielleicht auch in noch mehr Gebiete eindringen können. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Ich bin kein Wegeloser, oder? Bin ich ein Wegeloser hier? Oder Wegestreu, weil ich Wegelose abschlachte? Madame de Luna, und ich bin darauf eingefallen. Ja. Selbstgemachte Rüstungen und Waffen sind in der Regel besser als die gekauften, okay. Wir müssen dann ein bisschen mehr selber machen. So, Kalia? Saira, ich habe gehört, was auf der Halbmondinsel geschehen ist. Es ist ein Wunder, dass du und der Söldner es unbeschadet zurückgeschafft habt. Aber Krieg... Das ist doch so verrückt, so unnötig und verrückt. Was gibt es Schöneres als einen unnötigen Krieg, wenn das Ende der Menschheit bevorsteht? Korek realisiert nicht, dass er den Hohn in die Hände spielt. Vielleicht ist er selbst besessen. Wenn das so ist, dann haben wir das Wirken der Hohn bisher weitaus oberflächlicher betrachtet, als wir es hätten tun sollen. Sag mir, Saira, wie ist es möglich, dass wir alle so unterschiedliche Auffassungen davon haben, was das Beste füreinander ist? Warum wollen wir einander immer an die Kehle? Menschen, denen es schlecht geht, suchen nach einer einfachen Antwort auf ihr Unglück. Und das endet häufig in Gewalt. Ich würde das sehr, sehr realistisch sogar. Leid bedingt mehr Leid. Das ergibt Sinn. Weißt du, was mir so schwerfällt zu verstehen? Warum gibt es so wenige Menschen, die all das überhaupt kümmert? So wenige, die wie du und ich den Wunsch verspüren, etwas zu ändern. Es gibt Momente, da fühle ich mich einfach so verdammt machtlos. Als reiten wir alle auf den Abgrund zu, die Hände in die Luft gestreckt und mit einer Binde um die Augen gewickelt. Und obwohl wir spüren, dass es bergab geht, wenn wir nicht bald etwas ändern, tun wir nichts. Kennst du das Gefühl? Du meinst, du verstehst nicht, warum den meisten Menschen egal ist, was auf der Welt passiert? Ja, ich meine, ist es denn so schwer zu sehen, dass die Welt, in der wir leben, eine so viel bessere sein könnte, wenn wir alle einen Arm weit weiter denken würden als vor unsere eigene Haustür? Du verstehst doch, was ich sagen will, oder? Du kennst dieses Gefühl doch bestimmt auch. Ja, nur zu gut sogar, tatsächlich. Das dachte ich mir. Wenn ich an all das denke, fällt es mir oft so schwer, keine Wut zu empfinden. Nimm die Oberstädter mit ihren exotischen Düften und bunten Gewändern. Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie einfach nur wollten. Aber nein, sie tun es nicht, weil ihnen das Schicksal der Armen und Mittellosen einfach egal ist. Manchmal wäre ich wirklich versucht, welche von ihnen am Kragen zu packen, sie in die Unterstadt zu zerren und ihre Gesichter in den Dreck zu reiben. Sie zu zwingen, nur ein einziges verfluchtes Mal hinzusehen. Aber vermutlich würde selbst das nicht helfen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen immer nur dann für etwas ein, wenn es uns unmittelbar betrifft. Wer kämpft schon gegen Armut, wenn er nicht selbst einmal darunter zu leiden hatte? Du nimmst dir das alles viel zu sehr zu Herz. Da hast du wohl recht, leider. Du tust es scheinbar. Das ist bewundernswert. Danke, aber so sollte es nicht sein. So zu fühlen sollte keine Tugend sein, sondern die Norm. Herrje, da überlebst du gerade so eine Mission und schon bin ich wieder da, um dich mit meinen düsteren Gedanken zu bombardieren. Die Mission ist schon Weichen her. Ich schätze, ich bin einfach nicht die Richtige für heitere Gespräche. Tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Den heiteren Teil unserer Gespräche übernehme ich dann in Zukunft einfach ich.
Du hast Substanz, das ist kein Verbrechen, im Gegenteil sogar. Musst du nicht, ich genieße unsere Gespräche. Du tust dir einfach keinen Gefallen damit. Ja, ja das muss, ihr müsst es. Ich genieße auch solche Gespräche tatsächlich. Wo genießen vielleicht das falsche Wort ist, aber ich würdige sie, sage ich jetzt mal. Naja, die Invasion der Nerimesen stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Bände 2, Seelen Teil 3. 100 Mal den 70. Vers abschreiben. Die Welt kann untergehen, aber Magister ändert sich nie. Wie jetzt das war's? Dann machen wir das. Teil von etwas bedeutsam, Teil 4. Reden wir mal mit Arantia. So, wo ist er denn oben wahrscheinlich, ja? Ach, halt die Klappe! Ich gehe doch weiter. Aber das ist doch lächerlich. Wir müssen zumindest versuchen zu verhandeln. Ihr kennt seine Forderungen. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Er hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Die Aufzeichnungen, die Erinnerungen der Propheten. Wenn er das nur begreifen! Taranor Koarek würde sich eher von seinem Kamm trennen, als sich einen Fehler einzugestehen. Glaubt mir, ich kenne ihn. Sicherlich hat der Großmeister schon eine Lösung parat. Schließlich war er ja auch so schnell darin, Koareks Verhandlungsversuche im Keim zu ersticken. Zuerst warten wir auf die Rückkehr der Gruppe. Dann sehen wir weiter. Aber es ist schon... Nidam, Messers. Scheiße. Wo wart ihr so lange? Und wo ist Konstantin? Das ist eine lange Geschichte. Das waren seine letzten Worte? Ich kann das nicht glauben. Nur ein weiteres Opfer der Hohen. Und wenn wir das Leuchtfeuer nicht bald gangbar machen, wird es nicht das letzte sein. Richtig, das Leuchtfeuer. Wenn das erstmal steht, dann können wir den roten Wahnsinn einfach wegleuchten, nicht wahr? Ja. Alternativ könnten wir auch endlich beginnen, nach einem alchemistischen Heilmittel für diese Krankheit zu suchen und die Verhandlungen mit Nerim wieder aufnehmen. Im Arsch des Propheten, könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als Sprüche zu klopfen, die uns, abgesehen davon, dass sie nerven, der Lösung keinen beschissenen Schritt näher bringen. Wieso verschwindet ihr also nicht einfach ins nächste Badehaus und quält die Waschweiber dort mit eurem ewigen Lamento? Damit wäre ausnahmsweise mal jemandem geholfen. Das nehmt ihr zurück. Tu ich das? Kommt doch her und zwingt mich. Blasphemie? Reicht es aber. Das ist Blasphemie. Sonst was? Werdet ihr mich töten? Darin seid ihr ja gut, ihr und euer beschissener Orden. Ruhe! Ihr seid wütend, Lishari Pegast, und das verstehe ich. Aber in dem Moment, in dem ihr eure Wut dieses Bündnis zerreißen lasst, war Funkenschlags Opfer umsonst. Ist es das, was ihr wollt? Ich? Ist es das, was ihr wollt? Nein. Nein, das will ich nicht. Gut, denn ich bin es leid, meine Zeit mit diesen albernen Streitigkeiten zu vergeuden. Wir haben eine Verantwortung und der werden wir nachkommen. Schön gesagt, Arantea. Und wie genau stellt ihr euch dieses Nachkommen vor? Ohne die Energiequellen nützt uns das Leuchtfeuer ungefähr so viel wie ein Haufen Altmetall. Die Chronisten forschen daran, was diese Quellen sein können, und sie werden die Antwort finden. Novize, hol Kommandantin Eren. Wir müssen die Verteidigung des Landes planen. Prophetin, trefft mich am Leuchtfeuer, sobald ihr euch erholt habt. Jetzt an die Arbeit. Ich bin erholt genug. Das Emporium verlassen. Bitte, Thealor. Was Jorek gesagt hat, ist die Wahrheit. Einen Krieg gegen Nerim können wir nur verlieren. Ich weiß, dass es hart wird, aber wir haben keine Wahl. Das Leuchtfeuer ist die einzige Waffe, die wir gegen die Hohen haben. Aber wir wissen doch nicht mal, ob es wirklich funktioniert. Gegen dieser verfluchten Maschine einen Krieg in Kauf zu nehmen, das bedeutet, einen Verdacht über das Leben von Tausenden zu stellen. Der Mann, den ich kannte, hätte niemals so gehandelt.
Der Mann, den du kanntest, ist tot. Ich habe mehr als einmal aus Angst und Eigenwahn Entscheidungen getroffen und immer waren sie die falschen. Und hör endlich auf, so zu tun, als ginge es dir hier noch um Ratio. Dir geht es darum, dass das, was uns erwartet, Opfer bedeuten könnte. Und die bist du nicht bereit zu bringen. Opfer. Das Einzige, worum es hier geht, ist dein verdammter Stolz. Ich kann irgendwie beide verstehen, tatsächlich. Ich kann aber auch nichts machen, außer der Hauptquest hier folgen. Der Sonne sei Dank, habt ihr es geschafft. Was? Konstantin hat es nicht verdient, so zu sterben. Das ist nicht gerecht. Vielleicht war sein Geist all dem einfach nicht gewachsen. Dann sind wir es alle nicht. Konstantin war vielleicht nicht der umgänglichste Zeitgenosse, aber er war ein verdammt fähiger Magier. Ich muss so bald wie möglich mit euch sprechen. Es geht um das Siegel bei den Söldnerbriefen. Ich glaube, ich habe eine Fährte. Tatsächlich? Und? Ihr Auftraggeber stammt aus Enderal. Genau genommen aus Ark. Aber sprechen wir nicht hier darüber. Trefft mich, sobald ihr könnt, im tanzenden Nomaden. Ich werde im hintersten Zimmer auf der rechten Seite sein. Klopft einfach dreimal und dann öffne ich euch. Gut, ich komme, sobald ich mit Arantel gesprochen ja, habe. Ja, beeilt euch. Ja. Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Terlo, Arantel auf den Streit mit der Tokessa ansprechen? Ich glaube, das lassen wir mal. So, muss ich dahin? Noch eine Novize? Güter? Zwei Questmarker, okay. Hallo. Hi. Was war das eben im Emporium? Streit mit Natara? Belanglos. Dieser wahnsinnige Koarek mischt die Karten komplett neu. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Ich denke schon, ihr habt das Leuchtfeuer vollständig rekonstruiert. Physisch ja, und wir wissen nun, wie es funktioniert. Und warum es tatsächlich den Zyklus aufhalten kann. Wie? Es ist simpler, als wir gedacht haben. Es ist eine Konstruktion, die, sobald sie vollendet ist, in der Lage sein wird, die Hohen zu vernichten. Vernichten? Aber wie soll das funktionieren? Die Hohen sind doch... Götter? Immateriell, ja. Am ehesten sind sie mit Kälte oder Schatten vergleichbar. Allgegenwärtige Elemente, die aber für uns ungreifbar sind. Energie, wenn ihr so wollt. Aber jede Energie hat auch ein Gegenstück. Kälte, das Feuer, Schatten, das Licht. Und die Hohen, das Leuchtfeuer. Ihr meint, das Leuchtfeuer kann eine Art Energie freisetzen, die die Hohen vernichtet? Die sie annulliert, ja. Stellt es euch wie eine Fackel vor, die im Moment ihres Zündens die Dunkelheit vertreibt. Nur, dass das Leuchtfeuer die Hohen permanent band. Gut, und was fehlt uns noch, um es zu aktivieren? Sharim erwähnte etwas von Quellen. Ja, das sind die drei Fassungen, aus denen es Kraft bezieht. Sind sie gefüllt, kann das Leuchtfeuer entzündet werden und damit die Hohen annullieren. Zumindest laut den Aufzeichnungen. Aber ihr habt es schon gehört, wir wissen noch nicht, was die Quellen sind. Gebt den Arkanisten also noch etwas Zeit. Ich werde euch wissen lassen, wenn es Neuigkeiten gibt. Seht bis dahin zu, dass ihr euch angemessen ausrüstet. Manche der Nerimesen sind schon an Land und die Ausbrüche des Roten Wahnsinns werden immer häufiger. Gibt es denn nichts, was wir gegen den Roten Wahnsinn tun können? Beispielsweise ein paar der Splitter unterm Volk verteilen? Es sind nicht genug. Und die wenigen, die wir noch haben, müssen wir uns erhalten, im Falle, dass etwas Unerwartetes passiert. Das Einzige, was wir tun können, um diesen Wahnsinn zu stoppen, ist, die Hohen so schnell wie möglich zu vernichten. Die Tokessa hat die Sache in Kyra erwähnt. Was meint sie damit? Wegen meiner Begegnung mit den Hohen auf der Halbmondinsel. Da gibt's noch was? Was? Taranor Koarek hält sich für einen der Boten, wie wir. Eine Art Heilsbringer. Tatsächlich. Das ist interessant. Das heißt, die Boten sind nicht nur Gestalten, die gegen die Läuterung ankämpfen. Es sind auch Gegenspieler.
Und es bedeutet auch, dass das, was uns unsere Fähigkeiten gibt, kein Feind der Hohen ist, sondern etwas anderes. Eine neutrale Macht, die keine Partei ergreift. Könnte diese verschleierte Frau, der ich begegnet bin, damit zu tun haben? Möglich. All das werden wir herausfinden, wenn die Hohen besiegt sind. Jetzt, mit den Nerimesen gegen uns, zählt nur eines. Und das ist entschlossenes Handeln. Die Hohen sagten auch, dass Korek in Wahrheit kein Bote ist und ihr auch nicht. Was? Die Hohen meinten, Korek hielte sich nur für einen Boten, weil er einer sein will. Weil er wichtig sein will, wenn ihr so wollt. Und ich auch. Das ist lächerlich. Sie wollen euch täuschen, Zwietracht säen. Ich habe die Bedrohung gespürt, noch bevor sie da war. Und ohne mich gäbe es diesen Orden, dieses Bündnis nicht. Ich spüre es, dass sich etwas mit mir geändert hat, seit ich geflohen bin. Auch wenn ich es schwer in Worte fassen kann. Aber es ist dasselbe, was euch zu dem gemacht hat, was ihr jetzt seid. Da bin ich mir sicher. Jetzt wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Thealo? Warte mal. Wieder zurück. Prophetin. Die Trice hat die Sache in Kyra erwähnt. Ich schätze, jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Dank euch tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Und wenn ihr ehrlich zu mir wart, dann werde ich es auch sein. Ist euch die Nacht der 1000 Feuer ein Begriff? Nur vage? Eigentlich nein, gar nicht. Zwischen 8182 und 8190 nach Sternenfall gab es in Kyra eine Untergrundbewegung namens Roter Halbmond. Entstanden aus einem Haufen Denker und Philosophen, die unter all der Freiheit, die der lichtgeborene Saldrin ihnen auf Kyra gewährte, begannen, den Herrschaftsanspruch der Goldenen Königin anzufechten. Die Freiheit, die Saldrin ihnen gewährte? Saldrin begriff sich als Gott der Weisheit und des Wissens. Dementsprechend beherrschte er auch sein Land und, besser gesagt, ließ es beherrschen. Keine Meinung ist auf Kyra verboten. Und neben den unzähligen Magierzirkeln gibt es auch Dutzende von Schulen und Universitäten, wo den ganzen Tag nichts anderes getan wird, als über den Grund des Seins zu diskutieren. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber eine scharfsinnige Bevölkerung ist nicht die stabilste. Der Rote Halbmond ist der Beweis dafür. Sie revoltierten gegen die Götter, wie euer Sohn? Ja, wie mein Sohn. Aber sie taten es wie die Feiglinge. Mit toten Kristallen in den Konferenzen des Rats und mit Morden. Zwar gelang es ihnen nie, die Goldene Königin selbst zu ermorden, aber ihr gelang es auch nie, sie unschädlich zu machen. Deshalb wurden wir 7 Jahre später einberufen. Eine Division des Götterordens, angeführt von mir, einem jungen Feldherr, noch keine 30 Winter alt. Sie haben euch einberufen? Hatte der Orden der Götter keinen Stützpunkt auf Kyra? Keine ernstzunehmende. Nicht überall war der Götterorden so stark wie auf Enderal oder auch auf Nerim. In Kyra wurden wir verspottet. Ich habe den Haufen Hüter im Palast der Goldenen Königin gesehen. Sie waren lachhaft. Ein Haufen verfressener Bürokraten, die sich lieber den Gelagen am Hof als dem Willen der Götter widmeten. Also solltet ihr das tun, worin die kyranischen Hüter versagten? Was ist passiert? Einen Mond nach unserer Ankunft begannen wir anonymen Hinweisen über ein angebliches Nest des Roten Halbmonds zu folgen. Ein Stützpunkt in einem kleinen Küstendorf. Als wir in das Dorf einmarschierten, erwarteten uns die Ältesten vor dem Ratshaus. Die Dorfbewohner hatten sich hinter ihnen verschanzt, ein Pulk aus Menschen, und starrten uns angst- und hasserfüllt an, als wären wir Raubritter. Ich hätte dann schon merken sollen, dass etwas an der Sache faul war. Ihr meint, die Dorfbewohner fürchteten euch? Wieso? Ihr kamt doch im Auftrag der Königin. Stimmt. Aber der Rote Halbmond hatte Wort gesät, dass wir allesamt nichts als fanatische Schlechter wären, die jeden, der die Offenbarung der Lichtgeborenen nicht Wort für Wort rezitieren könnte, mit dem Tod bestrafen. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Also war das Ganze ein Hinterhalt? Das wollten sie uns glauben lassen. Und sie taten es gut. Eine vermummte Gestalt hier, ein Bogenschütze auf den Dächern dort. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Denn mehr als 3/4 von uns waren eingekesselt.
Als dann ein Mann aus der Menge hervorgesprungen kam, gab ich den Befehl. Es war genau der Funke, den es gebraucht hat. Es kam zum Gefecht. Ja, es war ein Massaker. Die Dorfbewohner hatten Mistgabeln und Hirtenstöcke und wir hatten Schattenstahlschwerter. Schon nach den ersten Sekunden merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es ließ sich nicht mehr stoppen. Am Ende des Tages gab es 300 Tote. 10 davon waren Hüter. Aber konntet ihr denn keinen Befehl geben, irgendwas, um den Kampf zu stoppen? Wart ihr jemals in einer großen Schlacht? Selbst wenn wir aufgehört hätten, die Dörfler waren blind vor Angst und Wut. Es war aussichtslos. Aber wozu dann das Ganze? Ihr sagtet, sie wollten euch das glauben lassen. Heißt das, der Rote Halbmond hat diese Auseinandersetzung provoziert? Ja. Und ich bin darauf angesprungen, wie ein Narr. Nach dem Gemetzel zog der Orden wieder ab. Wir hatten die gesamte Bevölkerung Kyras gegen uns. Und selbst die Herolde der Goldenen Königin konnten nichts dagegen tun. 2 Jahre später zerstörte sich der Rote Halbmond selbst durch innere Machtgefechte. Das Dorf ist heute eine Ruine. Ihr seid in Panik geraten, wie jeder andere es auch getan hätte? Vielleicht. Der damalige Großmeister und angeblich selbst die Seraphen hatten das Verständnis, das ich für mich nicht aufbringen konnte. Aber ich weiß eines, dass ich mich bei meinen Entscheidungen nie wieder aus Angst um mein Leben aus dem Gleichgewicht bringen lassen werde. Was in Kyra geschehen ist, war die Schuld meiner Feigheit. Das wird mir in dieser Schlacht nicht mehr passieren. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Okay, das klingt übel. Der hatte einfach 290 Dorfbewohner getötet. Hätte er irgendwie einen Rückzug gemacht, dann hätten die einfach weitergebrochen, weil die Angst hatten. Aber eine Schlacht ist immer übel. Madame de Luna, und ich bin darauf eingefallen. Ja, wie oft wollt ihr das noch sagen? Dann wird die mir ja wahrscheinlich das ganze Spiel über hier vorhalten, dass sie darauf reingefallen ist. Kaserne? Hier, ich muss hier lang. Hallo? Hallo. Einfach nur rum und warten. So, Kasernenviertel. Talente können jederzeit eingesetzt werden und lösen für das jeweilige Talent eine Abklingzeit aus. Mal fast zum Gruß. So, zum Tanzen Nomaden, da sind wir. Geht weiter. Ich will auch nichts von euch. So, hier? Jetzt eine gute Pfeife. Prophetin, seid ihr da drin? Es geht. Kirash, was? Wieso? Was habt ihr getan? Ich war das nicht. Deshalb konnte ich euch. Dasselbe könnte ich euch fragen. Sehr seltsam, dass ihr ausgerechnet jetzt hier in der Taverne seid. Hütet eure Zunge, Shiri. Seid froh, dass das Blut bereits trocken ist. Sonst wärt ihr jetzt nichts als ein Haufen Asche. Verzeiht mir, ich kann das einfach nur nicht fassen. Alle. Aber doch nicht Lishari. Ja, ich weiß, Neya. Aber sie war eine gute Frau.
Wir wissen beide, dass wir hiermit nichts zu tun haben. Aber erzählt mir bitte, was ihr und Lishari hier wolltet. Seid ihr euch... na? Ich wusste nicht, dass Lishari auch an Frauen interessiert ist. Ja, sie wollte nicht, dass ihr davon erfahrt. Ich verstehe. Aber wer hat sie dann getötet? Das ergibt einfach keinen Sinn. Das hätte nicht passieren dürfen. Erst Konstantin und jetzt auch noch sie. Lishari. Vielleicht hat der Mörder einen Hinweis hinterlassen. Wir müssen suchen. Warum ist sie nackt? Was ist das für ein Schwert? Eine Knolle, Festlederdings. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Ich würde gerne an das Schwert gehen. Ihr fühlt es schade. Warte, was? Ihr Körper hat noch etwas Restwärme, aber sie ist tot. Feine Armbinden. Roll der Wasseratmung, Silberkerzenständer. Wer lagert sowas da drinnen? Ich würde gerne an das Schwert gehen. Verdächtige Kappenstaubflasche. Was ist das? Lasst mich mal sehen. Ja, das könnte unser Hinweis sein. Glimmerkappenstaub. Könnte das nicht von Lishari stammen? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber wenn ich es mir recht überlege, hilft uns das nicht wirklich weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viele kappenstaubsüchtige Schnösel es hier in Ark gibt. Oh, beim Namen der Sonne. Ich werde dem Orden Bescheid geben. Sollen wir nicht noch weitersuchen? Doch, tut das. Kommt, sobald ihr fertig seid, einfach zum Tempel zurück, in Ordnung? Der Erzmagister hat herausgefunden, was dem Leuchtfeuer noch fehlt. Auch wenn uns das einen hohen Preis gekostet hat. Noch Hinweisen, zu Lisharis Tod besuchen? Irgendwann vielleicht näher. Es ist doch immer dasselbe mit diesen Männern. Groschen nehme ich auf jeden Fall. Gibt's hier noch mehr? Knolle will ich nicht, ich will die Groschen. So. Ring des Fährtenlesers. Und das Pech das. Ist was wert, nehme ich mit. Muss zu einem Hehler das. Gibt's hier so. Warte mal. Manche Leute wissen einfach nicht, was hier erwartet ist. Da oben gibt's auch nichts. Lishari. Hallo? Madame? Habe ich vielleicht zu lange mit Arantheal verbracht? Hätte ich vielleicht rechtzeitig da sein können?
War ich zu spät? Boah, ich finde das jetzt echt bitter, dass sie jetzt tot ist. Konstantin, jetzt sie. Jüslan. Dem Jüslan traue ich noch nicht so ganz. Hallo? Ich hoffe, Jesper und Kalia, die werden das auch noch überstehen. Ich will jetzt nicht, dass die das, dass die jetzt irgendwie draufgehen oder so. Madame de Luna. Seit knapp 2 Jahren wird Andral von einer seltsamen Krankheit heimgesucht. Was? Nichts. Was meckert der mich an? Die Etage? Es heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. Erzmagister? Ah, wenn das nicht die Prophetin ist. Was ist mit euch? Ihr seht beklommen aus. Lishari ist tot. Ich weiß, dieser Sharim hat es schon erzählt. Ich kannte sie kaum, aber es ist dennoch schrecklich. Erst Funkenschlag und jetzt sie. Wir müssen den Täter finden und das schnell. Aber damit sage ich euch vermutlich nichts Neues. Malfas sei Dank haben wir kürzlich einen Durchbruch mit dem Leuchtfeuer erlangt. Das hat mir Jüslan erzählt. Wisst ihr jetzt, was mit dem Leuchtfeuer noch fehlt? Zumindest was die Sockel angeht, ja. In den Schriften aus Altotulgrad ist von einer schwarzen Glut die Rede, die eine Art Energiequelle für die Maschine darstellen soll. Irgendwelche Anhaltspunkte, was genau diese schwarze Glut sein könnte? Das haben wir uns die letzten Wochen gefragt. Und dann ist es uns wie ein Fell von den Augen gefallen. Die Pyreer meinten die schwarzen Perlen. Vermutlich kennt ihr sie nicht. Es sind alte Schmuckstücke, manchmal auch schwarze Steine genannt. Sie tauchten das erste Mal in der goldenen Ära auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kämpfte darum, eine im Besitz zu haben. Angeblich stammten sie aus Tirmatral, dem Herzen Arkvens. Dekadenlang wechselten sie also immer wieder den Besitzer. Mal durch Gold, mal durch Gewalt. Das Ganze nahm erst ein Ende, als den Besitzern ein unangenehmer Nebeneffekt auffiel. Okay, lasst mich raten, die Perlen waren verflucht? So, ist es das? Nein. Zumindest nicht mit gewöhnlicher Magie. Das ist ja das Seltsame. Dennoch teilten alle Besitzer über kurz oder lang dasselbe Schicksal. Fürstin Katua beispielsweise, die nerimesische Gräfin, deren Schloss bis auf die Grundmauer niederbrannte. Laut einem Überlebenden war sie selbst dafür verantwortlich. Man hatte sie in jener Nacht gesehen und sie soll hysterisch schreiend und lachend im Thronsaal umhergetanzt sein und Feuerwellen beschworen haben. Obwohl sie bis zu diesem Tage keinerlei magische Begabung hatte. Dann haben die Perlen ihren Besitzern magische Kräfte verliehen? Richtig. Plus, sie zeigten Krankheitsmerkmale wie die Besessenen des roten Wahnsinns. Eine seltsame Parallele, wenn ihr mich fragt. Allerdings, was ist passiert, als sie bekannt wurde? Tja. Die, die eine Perle besaßen, versuchten sie irgendwie loszuwerden oder in ihren Schatzkammern wegzusperren. Und irgendwann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Erklärt ihr eure Theorie, Erzmagister? Ja, natürlich. Wir glauben, dass sie Energieträger sind, in denen pure, ungebündelte Magie fließt. Und dass die Hohen sie sich zunutze machen. Zunutze machen? Ihr meint, die Perlen verursachen den roten Wahnsinn? Richtig.
Die Magie der Perlen gibt den Trägern Macht, aber die Hohen verpesten sie. Wie ein vergifteter Trank sozusagen. Ich weiß, es klingt weit hergeholt. Aber die Parallelen sind zu auffällig. Das Leuchten in den Augen der Opfer, das langsame Abgleiten in den Wahnsinn und schließlich der irrationale, alles zerstörende Gewaltakt. Aber diese Vorfälle, von denen ihr sprecht, liegen die schon Jahrzehnte zurück? Ich dachte, die Hohen erscheinen immer erst kurz vor der Läuterung. Das dachten wir auch. Aber da lagen wir wohl falsch. Vielleicht verlassen die Hohen ja nach der Läuterung, was auch immer sie ist, unsere Sphären überhaupt nicht. Vielleicht sind sie Teil der Welt, wie die Gezeiten oder die Elemente. Und der Tod der Götter gibt ihnen sozusagen das Startwort. Und ihr denkt, wir benötigen diese Steine, um das Leuchtfeuer zu lösen? Aber warum? Was haben die Hohen davon? Das ist eine Frage, die ich mir seitdem wir vom Zyklus wissen, stelle. Wer weiß das schon? Vielleicht sehen sie uns gern leiden. Vielleicht sind wir für sie wie Ameisen, die zu töten nicht unethisch ist. Oder vielleicht ist der Fehler, bei den Hohen überhaupt nach so etwas wie Absichten zu suchen. Und ihr denkt, wir benötigen diese Steine? Richtig. Nichts anderes auf der Welt verfügt über so viel unverdünnte Macht. Und deshalb werdet ihr sie finden. Wenn die Hohen die Steine verpestet haben, dann ist es eine schlechte Idee, sie hierher zu bringen. Nein, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben, anders als die, die den Steinen zum Opfer fielen. Stellt sie euch wie ein magisches Schwert vor. Ein Narr weiß es nicht zu führen und wird sich daran über kurz oder lang schneiden. Ein erfahrener Krieger jedoch kann sich seine Macht zunutze machen. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig mit ihnen umgehen werden. Was wir brauchen, ist ihre Energie, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die erstmal auf das Leuchtfeuer übertragen haben, sind ihre Hüllen für die Hohen nutzlos. Das heißt, wir müssen diese Steine finden, sonst können wir das Leuchtfeuer nicht entzünden. Korrekt, ja. Die drei Sockel, die das Leuchtfeuer umgeben, das sind Fassungen für Energieträger. Die Quellen, aus denen es seine Kraft bezieht, wenn wir es aktivieren, also entzünden. Ohne die Energie ist es nutzlos, aber mit ihr kann es die Hohen bannen, ein für allemal. Verstehe, und wie sollen wir sie aufspüren? Sind sie auf ganz Wind verstreut? Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau drei Fassungen, und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister? Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben. Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. Gut, sonst noch etwas, das ich beachten muss? Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Okay, also Steine sammeln. Das könnte klappen. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Was machen wir jetzt? Die Herren der Verstoßenen? Das Wrack am Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleib untersuchen? Aktiviere ich mal und... Ne, warte. Wo muss ich dafür hin? Vielleicht erstmal raus? Nach da im Norden. Wollen wir es noch mal riskieren, da hochzukommen? Oder wollen wir erstmal riskieren, irgendwie was zu bauen? So irgendwie unsere Rüstung anfertigen? Selbstgeschmiedet ist ja besser als gekauft oder gefunden. Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Schreitet wohl. Schreitet wohl.
für so eine vollständige Ebenerstrüstung bräuchte man eigentlich nur Schattenstahl, ne? Mesdames. Und ich glaube, um einen Rüstungsteil herzustellen, brauchen wir das Rezept dafür erst einmal. Habt ihr euch verlaufen? Hm? Ja? Nee, hier noch nicht. Da hinten, da wohne ich. Will ich mir mal die Rezepte nochmal angucken? Was ich dafür brauche, um die zu bauen? So, hier müssten die sein, oder? Schlechter von Arkbuch 2. Die muss ich noch irgendwie verkaufen. Warte mal, wo? Ach, hier Bauplan. Davon nehme ich mal einen weg. Bauplan für Auroras Tür. Oh. Peilstahl brauchen wir nicht. Geräumiger Rucksack. Mittlerer Rucksack. Gyrische Rüstung. Gyrischer Helm. Riesiger Rucksack. Runenbrustschwert. Runenharnisch. Silber. Sternling. Wegestreuen Handschuhe. Wegestreuen Helm. Wir haben nur zwei Wegestreuen Rezepte, Baupläne. Drachenknochen. So, wo können wir was bauen? Hier Amboss. Nee. Hier Werkbank? Hier brauche ich Stallbahn. Dafür brauche ich Stallbahn. Schleifstein. Schattenstahl. Ja, auch Schattenstahl. Warte mal, wo schmiede ich? Oder warte, Schmieden. Wir haben 97 Handwerkspunkte. Handwerk erforderlich 50. Wir haben hier 19. Okay, wir brauchen Handwerk. Sehr viel Handwerk. Handwerkspunkte. Damit wir die mal investieren können. Hm? Hm? Ja. Ich gehe mal direkt hier runter. Und dann so ein komplettes Wegestreuen-Set. Hätte was. Aber Drachenknochen gibt's hier. Gibt's dann auch so eine Drachenknochen-Rüstung? Okay, es ist eh spät. Also gehen wir mal hier hin. Und dann schlafen wir mal.
Schlafen war unten. So, wieder bis 8 Uhr. Da kommen sie schon alle. Ja? Ja. Moralas Segen. Man muss eben arbeiten, wenn man was erfährt. Willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeig mir mal, was ihr im Angebot habt. Dies und das. Schaut einfach selbst. Eterner Großschwert, Eichenbogen, Eisenklemmer, Beinleder, Püreisch. So. Wegestreuen Harnisch. So, und hier, die Aschewitwe. So, Handwerksbuch. Handwerkskunst. Bis Stufe 25. Okay. Rhetorik. Schlösserknacken. Einhandkampf. Fernkampf. Warte mal. Leichtrüstung. Parieren. Leichen. Warte mal. So, hier. Auf 23 hat es erhöht, okay. Jetzt auf 17. Hier jetzt haben wir Wegestreuen Stufe 50. Wohl. Schreitet wohl. Was kann ich euch Gutes tun? Mal gucken, hat er sowas in der Richtung, was wir brauchen? Ja? Silberherr und Goldfuß. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, okay. Eisenschwert, Eisenstreitkolben. So, hier, Fingerfertigkeit, Handwerkskunst, Geselle, hier nehmen wir einmal den Lehrling, Geselle, so, sonst noch irgendwie was? Schreitet wohl. Ach Quatsch. So. Wir haben noch eine Eisplanke. Fangen wir erstmal mit Lehrling an. Auf 18 erhöht. Ja. So, wie hoch sind wir jetzt? 31, okay. Jetzt brauchen wir noch mehr von den Büchern. Malfas zum Grub. Wie nett. Besser als früher. Naja, sagen wir es so. Es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Ich will doch nur handeln. Aber immer doch. So, hier hat sie nichts. So, wo haben wir hier jetzt? Handwerk. Schreitet wohl. Hallo,
Hallo. So, gehen wir mal in Fremdviertel. Da war doch auch der eine. Ich hoffe, der ist jetzt wieder da. Dann kann er uns noch was beibringen. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Madame. Schön, euch zu sehen. Ist er denn hier jetzt wieder da, der Händler? Nee. War er nicht immer Reda hier? Reda Schalam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Kommt zu Irinto Scharamgasch und kauft Fisch. Frisch aus dem Roten Meer. Okay, hatten wir hier nicht irgendwo noch einen Händler? Schreitet wohl. Hier, für die wir sogar noch ein paar Quests gemacht hatten, so ein Dings. Wo war der nochmal? Madame? Monsieur? Madame. Nein, Madame. Schreitet wohl. Wo war denn der eine hier? Ich glaube, da hinten, hier. Goldene Sichel, genau, Goldene Sichel hieß es. Der hat doch auch bestimmt irgendwas. Mal fast zum Gruß. So, was dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Eisenharnisch, Eisenschwert, Eisenstadtkolben, Langbogen, Leder, ja. Schade. Hier vielleicht? Nee. Hier irgendwie? Nein, hier. Handwerkskunstmeister. ...3000 verlieren wir. Ist mir jetzt egal. So, wir können aber hier ihm was verkaufen. Hier die Feuersalze. Knoblauch. Lavendel. Leersalze, ich glaube, die brauchen wir noch. Menschliche Herzen. Roter Windwurz. Salz, Vogelei, nochmal Windwurz. Der stählerne Wächter. Die Mythen und Legenden behalten wir erstmal. So, hier. 137 Dietrich haben wir, okay. Ja, das ist jetzt zwar Verschwendung, aber... Schreitet wohl. Schreitet wohl. Die spawnen das ja eh alles nach, oder? Oder? Wie sieht's jetzt aus mit Handwerk? 37. Warte mal. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Hier haben wir auch noch Händler. Erbgoths Lederwaren. Vielleicht hat der hier auch noch was. Wir verschwenden jetzt gerade sehr viel Geld. Ja. Kalikia Airport. Natürlich. So, Baupläne. Eterna Bogen. Warum brauchen die 60 Eterna Sachen? So, Holzregal, Leder. Mittlerer Rucksack, pyräische Handschuhe, riesiger Rucksack, Runenbogen, so ein Schwert, Silbergroßschwert, Stahl, Steinregal,
Stern liegen. Teppich, ja. Ich will jetzt aber keinen Teppich, ich will Schattenstahl. Schattenkirscher, Trophäe-Ziege, Wandkörbe, wegestreuen Handschuhe, haben wir, wegestreuen Kriegsaxt, brauchen wir nicht. Ach nö. Schattenerz. 177 kostet das. Okay, wo ist die Schmelze? Wir brauchen sehr viel Schattenstahl. Rena Schalam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Nee, danke. Erz schmelzen. Schattenstall baden. Was konnten wir da noch machen? Gegenstände zerlegen. Bereite zerlegen vor. Oh. Ich hab da jetzt eine Idee. Apropos, die solide Tür, was braucht dafür? Bauplan Auroras Tür, hat 10 Einzelteile und 2 Eisenbahnen, 7 Holz. Ja, super. Wo soll ich das alles herholen? Naja, egal. Wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!